Hi Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich ein neues Smartphone für euch und zwar genauer gesagt das Huawei P Smart 2019. Besser gesagt auch meine Frau hat sich dieses gekauft und ich habe es mir auch direkt geschnappt, um für euch hier auch ein Video aufzunehmen, um euch das Smartphone einfach etwas näher zu bringen, euch zu zeigen, was es kann und was alles hier dabei ist im Packungsinhalt. Und ja, ich würde sagen, das machen wir auch direkt und zwar direkt nach dem Intro, also bleibt dran. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück, Leute. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, was hier alles noch dabei war am Smartphone. Wir haben hier einmal die Verpackung. Ja, in dieser Folie war das Smartphone drin. Das brauchen wir aber jetzt hier nicht, also legen wir es einfach mal zur Seite und schauen weiter. Dieser Aufkleber war hier auf der Rückseite vom Smartphone, ist auch jetzt nicht mehr so wichtig. Hier haben wir auch die SIM-Nadel für den SIM-Karten-Tray, damit wir den rausbekommen. Und ja, ihr könnt in diesem SIM-Tray sogar zwei Micro-SIM-Karten nutzen, also zwei SIM-Karten. Dann haben wir hier einmal die Garantiekarte und hier ein Quick-Start-Guide. Legen wir auch zur Seite, braucht heutzutage eigentlich kein Mensch mehr. Dann haben wir hier ein Netzteil. Und zwar haben wir hier 2 Ampere. Damit sollte sich eigentlich der Akku auch recht schnell aufladen lassen. Dann einmal hier ein Ladekabel. Nehmen wir auch mal zur Seite und Kopfhörer, die waren auch beim Huawei Y6 und 7 auch schon mit dabei. Ich denke mal, dass es die gleichen sind. Klanglich sind die ja etwas bescheiden. Am besten verwendet ihr dann eure eigenen Kopfhörer, die ihr habt. Ansonsten könnt ihr mit diesen aber auch telefonieren. Es ist auch ein Mikro eingebaut und auch eine Fernbedienung, die sich hier befindet. Damit könnt ihr auch zum Beispiel die Musik pausieren und weiter abspielen lassen oder einen Anruf entgegennehmen und beenden. So, kommen wir eigentlich zum Herzstück und zwar dem Smartphone, dem Huawei P Smart 2019, wie gesagt. Wir haben hier ein 6,21 Zoll Display und zwar haben wir dieses auch mit einem Notch hier oben, aber das zeige ich euch auch gleich nochmal. Wir haben hier eine Frontkamera, die mit 8 Megapixel auflöst und das eignet sich auf jeden Fall schon mal sehr gut für Selfies. Außerdem befindet sich hier ganz unten eine kleine LED-Benachrichtigungsleuchte, die man jetzt aber auf jeden Fall nicht sieht. Gut, schauen wir einfach mal weiter. Hier oben haben wir auch unseren SIM-Karten-Tray. Man kann es ein bisschen schlecht erkennen, weil alles so in schwarz gehalten ist. Dieser befindet sich hier. Ihr könnt hier das Ganze auch mit einer MicroSD-Karte erweitern, aber dann müsst ihr euch entscheiden für eine SIM-Karte und eine Speichererweiterung. Ja, schauen wir uns nochmal hier die Unterseite an. Hier haben wir einmal unseren Micro-USB-Anschluss. Leider kein Typ USB-C-Anschluss, aber macht nichts. Ich habe auch Haufen ältere Kabel immer noch da vorhanden. Den einen oder anderen freut es noch. Ihr könnt hier weiterhin eure Kopfhörer verwenden und anschließen. Und ja, dann schauen wir einfach mal auf die rechte Seite noch mal rüber. Hier habt ihr dann einmal den Ein- und Ausschaltknopf. Ich komme ein bisschen näher ran, sieht man wirklich etwas schlecht hier. Ja, hier habt ihr, wie gesagt, den Ein- und Ausschaltknopf und hier haben wir dann die Lautstärke wippen. Und auf der Rückseite, ihr seht es auch schon, es ist Kunststoff, es ist auch sehr anfällig gegen Fingerabdrücke. Also da braucht ihr auf jeden Fall Reinigungstücher, die ihr dabei haben solltet, um das Ganze immer wieder reinigen. Weil sonst schaut es schon etwas ja, grässlich aus, sag ich mal. Außerdem haben wir hier eine KI oder AI-Kamera von Huawei, also eine zwei Kameras, einmal 13 und 2 Megapixel. 2 Megapixel eignet sich dann für Bilder mit Unschärfe, also Bokeh-Effekt, und das funktioniert auch richtig gut. Das kann man im Nachhinein schön bearbeiten und kann wirklich schöne Bokeh-Effekte in die Bilder
einfügen oder daraus machen, sag ich mal. Außerdem haben wir hier einen Fingerprint-Sensor, der auch ziemlich schnell öffnet. Ich mach's mal vor. Zack, schon sind wir hier drin. Und ihr seht auch hier schon das farbenfrohe Display. Also ich finde die Farben richtig schön und schick. Hier seht ihr auch wieder das Notch, was ich vorhin erwähnt habe. Außerdem die ganzen Benachrichtigungen links und rechts. Hier links seht ihr zum Beispiel, hoppla, dass wir mit WLAN verbunden sind, eine Nachricht bekommen haben, momentan keine SIM-Karte drin ist. Hier haben wir das NFC-Symbol, also das Smartphone hat auch NFC. Dann sehen wir den Akkuzustand, die Uhrzeit und so weiter. Ja, ihr könnt das Ganze auch anordnen, wie bei der Konkurrenz, dass alle Apps hier auf dem Hauptbildschirm drauf sind und hier auf den Nebenseiten. Ich mag das eher in diesem App-Drawer, wo ich dann hier meine ganzen Apps habe. Ich habe das jetzt einfach mal kurz umgestellt, so wie es mir am besten passt hier auf jeden Fall. Ja, was mir gut gefällt, ist dieses MIUI 9.0. Außerdem haben wir hier auch Android 9 drauf. Und bei MIUI gefällt mir auf jeden Fall diese ganze Spielerei mit den ganzen Einstellungen. Man hat so viele Einstellungsmöglichkeiten, die hatte ich bis jetzt mit anderen Smartphones überhaupt nicht. Und das gefällt mir schon, weil da kann ich mir das Smartphone sozusagen individuell einstellen auf mich, was mir am besten einfach gefällt. Man kann hier wirklich viel daran machen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze auch gleich ein bisschen näher an. Noch ein paar Eckdaten, und zwar haben wir hier 3 GB RAM, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und das sollte auch bei heutiger Zeit Stand der Dinge sein, mindestens 3 GB, mehr sind auch immer willkommen. Ja, 64 GB Speicher intern haben wir, davon sind ungefähr 54 für euch zur Verfügung, also 10 GB nimmt die Software weg. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite könnt ihr das auch mit Speicher noch weiter erweitern und da sollte das eigentlich auch alles kein Problem sein. Noch etwas, bevor wir uns dann noch die Einstellungen anschauen. Der Lautsprecher, der befindet sich hier unten. Hier, und ja, von Klang her, naja, eher Mittelmaß, unteres Mittelmaß. Also man kann damit Musik hören und Film schauen, aber es klingt halt natürlich nicht so volumös, sage ich mal. Von daher würde ich euch Kopfhörer empfehlen, wenn ihr da Musik hören möchtet, damit auf jeden Fall. Ja, schauen wir uns einfach mal die Einstellungen an. Ein neuer Abonnent ist immer willkommen. So, jetzt haben wir hier einmal die Einstellungen und zwar gehen wir auch gleich mal ins erste rein. Ihr seht auch hier schon alles. Ihr könnt hier eure Dual-SIM-Karte verwalten, was natürlich auch praktisch ist. Dann gehen wir einfach mal weiter hier. Bluetooth haben wir natürlich an Bord. Wie gesagt, NFC ist mit dabei. Huawei Beam, Huawei Share, Drahtlos-Projektion. Schlagt mich tot, ich weiß nicht, was es ist. Drucken könnt ihr natürlich dann mit dem Handy, das könnt ihr hier alles voreinstellen. Dann gehen wir mal hier Startbildschirm und Hintergründe. Wie gesagt, ihr könnt hier alles so individuell einstellen auf euch, wie ihr das hier möchtet. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig klasse. Gehen wir einfach mal da rein. Und da seht ihr auch schon wieder, was ich meine. Ihr habt so viele Einstellmöglichkeiten. Und das ist echt einfach nur Wahnsinn. Dann haben wir hier, was ich vorhin erwähnt habe mit diesem App-Drawer. Ihr seht hier, ich habe jetzt das untere, damit ich in der Mitte meinen App-Drawer habe, mein Menü für die Apps. Oder stellt so um, dass hier alles dann auf dem Hauptbildschirm zu sehen ist. Ihr seht, also der App-Drawer ist jetzt weg und alle Apps befinden sich hier auf dem Hauptbildschirm. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Ja, Signatur. Schrittzahl anzeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Schritte gezählt werden. Gehen wir mal in die Anzeige. Klar, hier könnt ihr alles einstellen mit der Helligkeit, Autoanpassung, Farbmodus und Temperatur, Augenschonen, Schriftgröße, Bildschirmauflösung. Die könnt ihr ändern, damit euch der Akku etwas länger hält. Ja, was haben wir hier noch? Weitere Anzeige. Möglichkeiten. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Notch. Die könnt ihr hier deaktivieren. Das mache ich hier unten mal. Dann seht ihr oben verschwindet es. Zack.
Aber ich finde es irgendwie schon stylisch mit der Notch. Also mir gefällt es richtig gut. Ja, ihr seht, ihr könnt wirklich sehr, sehr viel hier machen. Und es gefällt mir einfach richtig gut mit diesen MUI. Töne, Klingeltöne, ja, das ganze Zeug. Das könnt ihr auch hier mit den verschiedenen SIM-Karten anpassen, wie ihr möchtet. Dann habt ihr hier Benachrichtigungen. Ja, ihr könnt hier einstellen, von welcher App ihr irgendwelche Benachrichtigungen auch erhalten möchtet. Das gefällt mir auch, dass ich da das soweit einstellen kann. Und dann gehen wir mal weiter. Sogar die Apps-Berechtigungen könnt ihr hier verwalten. Also möchtet ihr der einen oder anderen App eine Berechtigung entziehen, könnt ihr das hier machen. Und was auch noch ganz cool ist, ist die Option hier App Twins. Das heißt, ihr könnt eine App zum Beispiel klonen und könnt damit zwei Accounts gleichzeitig verwenden. In dem Fall ist es hier jetzt Facebook. Ich weiß nicht genau, mit welchen Apps das funktioniert, aber die Idee ist schon mal cool und gefällt mir auch wirklich gut. Ja, schauen wir einfach mal weiter. Das ist auch eine tolle Sache. Ihr seht hier zum Beispiel den Ultra-Stromsparmodus. Wenn ihr den aktiviert, habt ihr 187 Stunden Akkulaufzeit. Also im Notfall oder wo ihr eh kein Internet habt und ihr benötigt das nicht, könnt ihr es einfach ausschalten. Das machen wir einfach mal. Und ihr seht, was hier dann gemacht wird. Wir machen das jetzt. Und wir haben jetzt hier die wichtigsten Apps, die ich brauche, um über den Tag zu kommen oder auch über die nächsten Tage damit zu kommen. Und das ist einfach klasse. Ihr könnt hier natürlich auch nochmal individuell einstellen, welche App ihr hier noch mit einfügen möchtet, die ihr unbedingt noch braucht. Ansonsten kehrt ihr einfach hier mit dem Knopf hier wieder zurück, wenn er den mag. Unten habe ich es jetzt nicht gesehen. Unten auf Beenden und dann fährt er wieder auf volle Power und ihr könnt auch alles wieder hier nutzen. Sicherheit und Datenschutz. Hier könnt ihr, wie gesagt, euren Fingerprint-Sensor einstellen. Außerdem finde ich cool, dass man mit dem Fingerprint-Sensor verschiedene Gesten im Hintergrund machen kann, also nach links, rechts, nach oben oder halten. Das wird euch auch dann hier gezeigt, was ihr da machen könnt. Fingerabdruck-ID, die habe ich hier schon gemacht. Ihr könnt hier jetzt unten sehen, was ihr mit dem Fingerprint-Sensor alles machen könnt. Zum Beispiel in der Kamera-App, wenn ihr dann ein Selfie machen wollt, könnt ihr, indem ihr einfach berührt, ein Foto aufnehmen oder ein Video. Genauso könnt ihr hier einen Anruf entgegennehmen, den Wecker ausschalten und vieles mehr. Also mir gefällt es richtig gut, wie gesagt. Schautel kann einfach hier mit dem Fingerabdrucksensor einfach hier die Leiste nach unten schieben oder auch wieder nach oben. Unten, nach oben. Also einfach hier nach unten, nach oben. Ja, ist wirklich richtig cool gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool, wie ich gesagt habe anfangs, an der Software hier von MUI. Ist ein bisschen verspielt, aber es gefällt mir und es funktioniert auch richtig gut. Und ich bin auch wirklich sehr zufrieden, auch im Großen und Ganzen damit. Akkumäßig, je nach Benutzung, bei meiner Frau, sie schaut gerne auch Videos hier auf dem Smartphone. Und ja, nach einem Tag am besten mal anschließen, um über den nächsten Tag wieder gut durchzukommen, ist meistens so bei den Smartphones heutzutage, dass der Akku einen Tag durchhält. Apropos Akku, der hat bloß 3400 mAh, was heißt bloß, wie gesagt, der hält locker über den Tag durch. Leider ist, weil er fest verbaut ist, also ihr könnt ihn einfach nicht austauschen, falls er einen Defekt hat, ob man das Smartphone irgendwie mit einem Trick hier aufkriegt, ganz bestimmt, aber ich würde es auf jeden Fall nicht raten, wenn man sich da nicht auskennt, sonst macht man da vielleicht noch mal mehr kaputt, als einem lieb ist, sage ich mal. Noch ein paar Sachen zur Kamera vielleicht, die macht auch schöne Bilder, wie ich finde. Das soll man hier fokussieren. Außerdem muss ich meine Kamera fokussieren. Ja, sie macht auf jeden Fall schöne Bilder. Das schaut besser aus, als was es jetzt hier auf dem Handy zu sehen ist. Über die Kamera. Und ihr habt hier auch wiederum sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Da haben wir hier einmal diese AI-Funktion.
die sucht für einen auch das, die besten Einstellungen zum Bilder machen aus für euch. Also ich bin recht zufrieden mit der Kamera, also für das Geld macht sie auf jeden Fall, was sie soll, und man kann schöne Bilder damit machen. Ja Leute, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte einfach in den Kommentaren. Ich versuche dann das am Gerät nochmal auszuprobieren für euch und gebe euch dann auch gerne Feedback auf eure Frage bezüglich. Ja, schaltet einfach wieder beim nächsten Mal ein, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.